Was auffällt, was mich ein bisschen traurig stimmt, die Abwesenheit der Schülers. Das ist die erste Europameisterschaft der Senioren, die ich erlebe, wo ich sie beide noch nicht gesehen habe. Eberhard Schöler, den Vize-Weltmeister von 1969, und seine Gattin, die mehrfache Tischtennis-Weltmeisterin, allerdings für England, Diane Rowe Schöler. Frau Schöler hat ja diesem Team vorgestanden, das den Swaetling Cup organisiert. Frau Schöler war ja in hohen Ämtern aktiv beim Deutschen Tischtennisbund und auch in der ITTU. Da gab es einige unschöne Geschichten, von denen ich leider die Hintergründe nicht kenne. Eins steht fest. Solche verdienstvolle Menschen wie diese beiden vertraut man nicht. Schöler war der Erste, der in Deutschland einen Tischtennisboom auslösen konnte. Dann kam erstmal nichts und dann kam der Grosskopf mit Steffen Fetzinger und dem Doppel-Weltmeistertitel 1989 und dann baut es wieder ab und die dritte große Welle kam dann natürlich mit den großen Erfolgen von Timo Boll. Aber der war halt insgesamt nur ein einziges Mal in einem WM-Finale und unglücklicherweise dann auch noch Grippe erkrankt. Das Doppel-Endspiel an der Seite von Christian Süß. Dass man gegen die Chinesen verloren. Es bleibt zu befürchten, dass die Ära Timo Boll über kurz oder lang auch zu Ende geht. Dann kann man hoffen, dass man mit Dimitri Ovtcharov einen guten Kronprinzen hat. Ansonsten ist nicht wirklich absolute Weltklasse in Sicht. Patrick Baum hat zwar hier und da einmal aufhorchen lassen. Zweimal war er mit Timo Boll im Finale der Europameisterschaften. Vor einigen Wochen bei der WM 2013 in Paris. Ist er sogar weitergekommen als sein Teamkollege Timo Boll. Und als Ovtcharov war er der beste Deutsche. Wenn ich mich recht erinnere, an den letzten 8. Hat er einige sehr starke Spiele gemacht, aber man weiß ihn nicht genau einzuschätzen. 2005 war er Jugendweltmeister, langsam müsste der Knoten platzen, aber es kommen dann immer wieder so Geschichten wie auch bei den nationalen deutschen Meisterschaften, wo er eigentlich als amtierender Vize-Europameister Haushoher Favorit war, nachdem Timo Boll ja da auch verloren hat, hätte man ihn schon vorne mit erwartet. Oder anders gesagt, vielleicht ein Endspiel Boll-Baum erwartet, nachdem auch Ovtcharov nicht gekommen ist. Aber da waren sie beide indisponiert. Baum verliert, wenn ich mich recht erinnere, gegen Alex Fleming, Zweitligaspieler in Hilterstein. Natürlich ein hervorragender Mann, der schon mehrere Bundesranglistenturniere gewonnen hat. Aber das sind natürlich Turniere, wo der A-Kader der Nationalmannschaft nicht teilnimmt.
Wolf verlor dann das Endspiel gegen Steffen Mengel, ziemlich überraschend. Einer, der auch schon seit Jahren auf seinen Durchbruch wartet. Man weiß allerdings, warum es bei ihm immer wieder Rückschläge gibt. Aufgrund einer Menge unglücklicher Verletzungen. Kaum ist er irgendwie wieder topfit in Form, dann trifft es ihn wieder. Neue Verletzung, neuer Rückschlag. Wem durfte man diesen Titel schon richtig gönnen?